Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen an alle da draußen zu einer neuen Episode Cap Talk, Episode Nummer 28. Und ich kann euch sagen, es ist richtig geil, dass ich wieder da sein darf bei euch. Letzten Donnerstag ist ja leider ausgefallen, sorry dafür, aber ich war letzte Woche auf einer Special Force Mission nach Germany und ja, habe mich darum gekümmert, beziehungsweise habe einiges organisieren müssen, damit unser, ja, unser Cap-Flow dementsprechend weitergeht. Und ja, deswegen ist letzten Donnerstag ausgefallen. Aber okay, es ist so, wenn das Business ruft, dann müssen gewisse Prioritäten gesetzt werden. Ja, sorry dafür, sollte in Zukunft dann wieder regelmäßig sein. Das heißt, diese Woche ist fix, weil wir streamen heute, nächste Woche natürlich auch. Und ja, sofern alles gut geht, auch die nächsten Wochen drauf. Und ja, I also want to welcome everybody from our international viewers. Thank you very much for tuning in to a new episode of Cap Talk. And this is episode 28. The saga continues. Thank you very much for tuning in. Ja, und wir starten natürlich wie immer mit unserer Begrüßung von allen, die da sind. Das heißt, wenn ihr etwas in den Chat reinschreibt, werdet ihr natürlich begrüßt. Und ich kann euch heute schon sagen, ja, es gibt Leaks, wie immer. Natürlich gibt es Leaks. Ich zeige euch, welche Restocks am Wochenende kommen. Am Ende der Sendung wird es dann natürlich auch wieder ein Reveal von heutigen Drop geben. Wir haben das Minor League Monday Voting und Alter, wir haben richtig viele News. Wir haben richtig viele News und ja, da geht es auf jeden Fall heute eine Stunde rund wie immer. An der Stelle möchte ich natürlich von euch wissen, weil ich in den letzten Wochen sehr, sehr viel zu tun hatte, habe ich euch schon die Philadelphia Phillies mit dem Paisley Under gezeigt. Did I already show you the Philadelphia Phillies with the Paisley Under Visor? Please type into the chat. Also ihr könnt gerne ins Chat reinschreiben, ja oder nein. Weil vielleicht gibt es heute ein Preview davon. Eine der Caps, die nahe an die Diamondbacks Arctic Edition rankommt, vom Geilheitsgrad. Bin ich schon sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Also, wir starten natürlich und als erstes heute begrüßen darf ich den lieben Kareem. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und ja, der Kareem weiß vielleicht, von was ich heute spreche. Dann, der Matthew Brandt ist da, der Seahawker 95 ist da, moin moin. Der liebe Gart ist da, der Sink 86 ist da und sagt, endlich ist es wieder soweit. Jawoll! Alter, 1000-mal lieber streamen, als stundenlang im Auto sitzen. Beste, am Donnerstagabend, beste. Und jetzt verlängertes Wochenende bei uns, kommt natürlich auch noch dazu. Montag ist Feiertag in Österreich. I don't know, ob es bei euch auch so ist, aber Montag ist Feiertag auf jeden Fall. Könnt ihr auch in den Chat reinschreiben. Dann ist der Stefan 1984 da. Und natürlich unser Mann an der Technik. Und vielen, vielen Dank auch heute wieder an den lieben Snakey, der das Voting für uns heute organisiert. So, Blaze Doran ist da. Hello Blaze Doran, thank you for tuning in. Enzo, schöne Grüße in die Schweiz. Fritten geht es da, moin Freunde des guten Geschmacks. Das trifft auf jeden Fall hundertprozentig zu. Der James Clean ist da. Nicht der James McClean, sondern der James Clean. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielen, vielen Dank. Dann ist natürlich da unser lieber Berg. Der Mann mit einer der größten Toronto Blue Jays Sammlungen im deutschsprachigen Raum. Herzlich willkommen, lieber Berg. Dann der Shane ist da. Schöne Grüße in die Schweiz. Der Simba 17 ist da. Der Japan and the Man. Hopefully some new Dodgers and Mariners heads. We have one Dodger today. Of course, one Dodger today. For the Mariners, we have a lot of heat in the pipe, but I'm not sure. Maybe next week. Maybe next week. On the plane chains tomorrow? No, maybe next week. But stay tuned. Dann, der Youngie ist da. Good evening, guys. Hello, Youngie. Thank you for tuning in. Onset Leo ist da. Schöne Grüße von der 1 Richtung Dortmund. Zurück Richtung Dortmund. Von Hamburg nach Dortmund. Gute Fahrt, lieber Onset Leo. Und schön auf die Straße gucken auf jeden Fall. Dann, der MyFittedCap ist da. Hi. Hi, Pavel. Thank you for tuning in. Und dann geht's weiter. Der Mr. Krämer. Guten Abend. Richtig geile Fotos letztens von den Kölner Heiden. Absolut geil. Hockey is back. Ich bin richtig on fire.
Howdy Toppers Gang, alles fresh, Chuckle Dynamite auf jeden Fall. Dann ist da Kuba, thank you for tuning in. Kuba and greetings from Poland, greetings from Austria to Poland, of course. DNS 5950, hello again, schöne Grüße nach Hamburg. Der Speezy ist da, dann der Jay Hunter, wunderschönen guten Abend zusammen. Und Berg sagt, Onside Leo, hup mal, wenn du in der Nähe oder wenn du durch Münster kommst. Balviken, here we go. Yes, sir, DJ Kaba, thank you for tuning in, good evening. Dann geht's weiter. Selection 291. Warum wusste ich, dass man sich hier trifft? Frage an dich, lieber Berg. Dann, der Michael ist da. Good evening. J.R. Houston ist da. Good evening. Der Balviken ist da. Dann, jetzt wird es schon ein bisschen durchgemischt. Ich hoffe, ich habe jetzt noch nicht irgendwen 30 Mal schon erwähnt. Aber, ja, gut. Also, hab ich die Philadelphia Phillies mit dem Basely Underweiser schon gezeigt? Ja oder nein? Ihr müsst mir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Good evening or good morning. Fit in den Kicks. I did not forget you, and in this case, when it's good evening here in Austria, it's good morning, nearly good morning in Australia. And due to the fact that Austria and Australia has nearly the same name, everybody asks me when I'm in the US, for example, are you from Austria, Austria where the kangaroos are? No kangaroos, just mountains, cold weather, and yeah. Lot of snow, so I'm not a big fan of that, to be honest. Alright, gut, love the Subway Series. Oh yeah, the Subway Series today is awesome, it's quite clean, but with the Pinot Noir Undervisor, this one is really fantastic, to be honest. Alright, so if you have any questions, do not hesitate to ask and type in question into the chat in capital letters, please, so that we can, or that I can see it better. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, natürlich gerne in den Chat reinschreiben und ja, so. Viele Fragen erreichen uns natürlich auch über Instagram. Heute habe ich auf meinem Instagram-Kanal gefragt und ja, ich habe schon reingeschaut, welche Fragen da sind. Und ich möchte gleich einmal mit einer Frage aus dem Instagram-Frage-Ding, muss nur reinkommen, so zack, 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 bla, bla, bla. So, there we go. Gut. You have some awesome fire drops this year. Do you have some more arriving soon? Yes, I guess yes. So we should continue because I think till to the end of the year, I think we will have a lot of drops coming. But we also facing delays due to the worldwide pandemic and all that stuff. So I made a lot of new hats, but some of these which were planned for this year will be postponed to begin of next year. So I think we will have continuously drops, of course, nearly, yeah, each day new hats. So in Toppers, we daily release new hats. So you will find, if you do not find fitteds, you will find snapbacks or anything new is nearly each day. Dann fragt der Stefan, hi Patrick, kommen demnächst weitere NBA 5950? Natürlich. Aktuell so, wir haben schon ein paar hier, aber wir warten auf noch mehr, damit wir dann einen Drop machen können. NFL kommt auf jeden Fall und wir haben jede Menge NBA Snapbacks in dieser Woche bereits released. Ebenfalls von Midland Ness und von New Era kommen auch noch welche, sind auch diese Woche schon welche gekommen. Und ja, es geht einfach immer weiter. Es kommt immer irgendwas Neues, also es sollte wirklich für jeden etwas dabei sein. Dann der FYH fragt, any are we going to see any compasses? Yeah, we're already working on these, but please be patient. The compasses have a little delay, so I hope that they will come back soon. Lose Fäden am Logo irgendwie retten, fragt der CGN Mark. Ja, am besten vorsichtig mit einem Feuerzeug, was eine heftigere Flamme hat. Da kann man auf jeden Fall hingehen. Ich würde nicht mit der Schere hingehen und ich würde sehr, sehr vorsichtig sein. Gerade wenn es weiße Fäden sind, dann kann man auf jeden Fall was machen. Oder wenn dieser Schaumstoff unterhalb raussteht. Aber dazu plane ich gerade, dass wir einen eigenen Stream machen, weil wir haben ja gesagt, wir machen einen eigenen Stream zum Thema Cap-Pflege,
zum Thema Steamen und so weiter. Nur wir warten noch immer, und das ist auch wieder so etwas, was natürlich ein Delay hat, und zwar auf unseren Captischen, bis die neue Lieferung da ist. Und ich habe auch gute News für alle, die bis jetzt noch keinen Headcheck haben. Die Produktion von Headcheck hat wieder begonnen und wird wieder aufgenommen. Ich kann euch nicht versprechen, ob wir vor Weihnachten noch welche bekommen, aber wir haben auf jeden Fall jede Menge von unseren Toppers Headchecks bestellt, und die sollten dann, sobald sie verfügbar sind, natürlich sofort zu uns geschickt werden. Ich kann aber noch kein aktuelles Lieferdatum nennen. Sie werden ein bisschen teurer werden, weil eben das ganze Versenden auf der ganzen Welt aktuell sehr, sehr teuer wird. Und aber auf jeden Fall kommen die wieder. Und das sind auf jeden Fall sehr, 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 sehr gute News. Der Karim sagt, die Phyllis Basely hast du noch nicht gezeigt. Ja. Gut zu wissen. Vielleicht zeige ich sie heute. Man muss immer nur überlegen. Je nachdem, wie gut die Stimmung heute ist. So, wir schauen nochmal in den Chat rein. Stimmt, gleich steht es 2-0. Ah, bist du gerade beim Game oder was? Oder schaust du das Game, Mr. Kramer? Wann kommt wieder mal was von den Rockies? Die Woche war auf jeden Fall was von den Rockies dabei. Wir haben von den Rockies All-Star Game Side Patch mit dem CR-Logo. Es kommt auf jeden Fall was von den Rockies, und vielleicht sieht man es im Hintergrund sogar schon ein bisschen. Also demnächst. Was auch natürlich sein wird, ist, dass bei dieser Serie, die ihr hier seht, die Toasted, wird das scharf, wenn ich mit dem Finger hinzeige? Alter, wie geil ist das, oder? Nee. Fast. die Toasted Peanut Serie, die kommt demnächst, und da wird auch eine Version von den Colorado Rockies dabei sein. Tito says, love how fast the shipping is. Thank you very much. We give our best and we try to improve every day. But currently we are sometimes faster on the east coast of the US than we are in Germany. This is quite crazy. Seahawker, vielen, vielen Dank für den Sub, und vielen Dank für die ganze Unterstützung. By the way, da muss ich jetzt einmal schauen, was da irgendwie rauskommt bei diesen ganzen Subs, weil wir haben ja gesagt, dass wir am Ende des Jahres hier eine geile Aktion damit machen wollen. So, das braune Metz da hinten. Und links oben das Blaue. Ich weiß nicht, was du meinst. Es ist unscharf. Im Hintergrund ist unscharf. Aber ich habe nach wie vor diese massiven Rückenprobleme. Deswegen kann ich mich nicht umdrehen und etwas rausholen hier. Aber die werdet ihr auf jeden Fall in den nächsten Streams dann sehen. Headcheck must have. Definitiv. Also wenn der Headcheck wieder da ist, Jungs, grab den. Good evening, Bad. Erste Chatnachricht des Zuschauers. Headcrawler. Hi Jason, thank you for tuning in. Big shoutouts to Jason, aka the Big Headcrawler. Ah, so if I knew that you were tuning in, I would wear the T-shirt. But next time I will make advertising for the Headcrawler. So, Balviken, yes, I was asking about this. Can you make a head check from 7 to 7.38? For example, from 7.18 to 7.5, you had the ones from 6.78 to 7.25. This was kind of small. You need to check, because I'm also using the one from 7.18 to 7.5, and my head goes to 7.58. So this is working, because you can extend it. So if you have a size in between, you can also use something like paper to stuff paper in between. Then you can use it. So normally it goes over the sizes, so it should be no problem, because you should not stretch more than one size. You should not stretch. So I have no good idea. No good experiences with that. I tried, the maximum I tried was three sizes, but you should not do this. One size is perfect. You should not add more. Alright, so da fällt mir gerade ein, Berg, du musst mir bitte nochmal schreiben. Ich habe jetzt noch einmal extra diesen Head Helper organisiert, und schreib mir da bitte, damit ich das nicht vergesse. So, alright. Jeremy, good afternoon. Good, it's already dark outside here, because fucking winter is coming back. And yeah, winter in Austria is
Not what I like. Lots of you guys like winter in Austria. I'm not. Definitiv no. Michopolis, Frage, wann kommen die nächsten Brooklyn Cyclones? Ja, Brooklyn Cyclones kommt auch bald. Und auch da wird es eine Basely-Version geben. Nur ich kann da aktuell noch nichts sagen. Ich weiß, dass das Shipment kurz vor Europa ist. Das ist auf jeden Fall schon gute News. Aber ich kann da nicht sagen, wie lange es noch daher dauert. Also wenn es einmal kurz vor Europa ist, das sind gute News. Der Rest ist schwierig zu sagen aktuell. Schwierig zu sagen. Question from Kuba. Modesto Nuts and Eugene Emeralds with Patches. Oh yes. So we will have these with Patches. These will come. But same answer here. I cannot tell you the exact release date. We will show it in the next stream, I guess, as a preview. Yeah. But today it's quite crazy. I have not shown any hats so far. And I need to check because we will release tomorrow some plain chains. But this hat I'll show you now is not tomorrow, but a lot of you guys requested this hat and said you want to have this logo on a clean plain chain. And what's that? Kleiner. Rest vom Tixo. Jawohl. Und diese Cap kommt nächste Woche. Absolut good gray in Navy mit dem Walking Tiger. So. Ebenfalls demnächst im Restock die clean Version. Ebenfalls good gray. Demnächst im Restock. Wir haben jede Menge von den Caps im Restock von den Plain Janes, die beim ersten Mal massiv schnell weg waren. Chicago White Sox mit dem Kelly Green Under. New York Mets. Und die Frage, wenn sie kommt, ist Poly. Cap ist Poly. Two-Tone. Wieder mit dem Platinum-Stick. Von den Blue Jays. Die Orioles Platinum in Purple. Dieses Logo von den Diamondbacks für alle Fans. A lot of you guys like the Copper Threads. Me too. This one is fantastic. Absolutely crazy. This one will restock soon. With the good gray. Angels Platinum Edition is also back. This beauty also back. So it will be released over the weekend. And Platinum Purple Edition. Nice shimmer. Von den Toronto Blue Jays. So, das sind die Restocks. Einige von euch haben die vielleicht schon bekommen. Die neue Verpackung. We Care About Caps. Wir haben, das ist der erste Step von der ganzen Optimierung. Wir haben stärkere Verpackungen. Neue, mehr Verstärkung in die Ecken und so weiter rein, damit euren Caps nichts passiert. Auch dahingehend Richtung Weihnachten, wenn das Paketaufkommen nochmal höher wird. Und es wird noch eine Generation 2. Wir testen die jetzt gerade. Vielleicht haben einige von euch diese Verpackung schon bekommen, aber es wird demnächst in so 4 Wochen dann die Generation 2 geben, die nochmal besser ist. Das heißt, wir testen jetzt gerade und ja, hoffen natürlich, dass das gut bei euch ankommt. So, when will the Broccolis, Orioles and Braves arrive in the store? Good question. We can go ahead with the plain chains and I can show you the drop from tomorrow. Tomorrow we will have, let's see, 6 plain Janes, just 2 tones, and yeah, Detroit Tigers, Milwaukee Brewers, richtig, richtig nice mit dem Gold im Hintergrund,
Richtig, richtig nice. There you go, Buzz. The Walking Tiger has landed. Endlich, endlich. Alter, ich sage euch, wie lange das gedauert hat. Das hat Ewigkeiten gedauert. Ewigkeiten. Dann Two-Tone, Oakland Athletics. Pavel, here we go. Copper, Beef and Broccoli. With the Baltimore script in the back. So for all you guys who watched my story today, there will be another one with oh, it should be over here, with a script in the back. Und dann haben wir noch zwei mit viel Glanz drinnen. Von den Atlanta Braves mit Copper. Und finally von den Angels mit Gold. So, für alle Fans, die auch Caps ohne Side Patches mögen, gibt es auf jeden Fall, ich glaube, morgen die Two Tones. Morgen die Two Tones. So, wir schauen auf jeden Fall einmal in den Chat rein. So, Mr. Krämer, Frage: Wann kommt die braune Rockies von vor 2 Wochen? Ja, eigentlich hätte sie letzte Woche kommen sollen, aber wir warten eben gerade drauf. Ich hoffe, dass sie bald kommt. Das wird dann die Second Edition von Bourbon and Suede werden mit dem grauen Suede Underweiser. So. Dann geht's weiter. I think the D-Bags could use a teal UV. Guess what, Belvicin? There will be a second edition, also with a side patch. And it will be in sand brown, I guess. Alright, so. Celtic Head Collector. Soll ich wieder den Warenkorbräuber spielen? Snakey, don't do this. Two tones crazy. Thank you very much, Justin. Thank you. Damn, die Orioles ist nice. Kannst du die in den Orioles Colors machen? Ja, das mit dem Logo ist ein bisschen schwierig, Kareem. Das ist keine Ahnung warum, aber die Freigabe bei dem Logo ist, I don't know. Dauert Ewigkeiten. Ich weiß nicht warum. Plain Janes. So sieht's aus. Okay. More Seattle dropping soon. Justin, yeah. So we are already working on more Seattle hats, but currently, yeah, as I said, a lot of our hats are stuck in shipping, and yeah, we are waiting, but there will be a lot, because we are expecting tomorrow a new shipment, and if this shipment will arrive tomorrow or next week, guys, I can tell you, yeah, there will be a lot of stuff in there, and the next stream will be fantastic. All right. Da ist noch ein Sticker oben. Da habe ich vergessen zum Runterstickern. Viele haben gefragt. Restock? Demnächst. Restock demnächst. So. Dun, 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 dun. Lot of plain Janes. Also nice. Also nice. Something different. Gut. Coming soon. Und ja, ich würde sagen, bevor wir zum Minor League Monday Voting kommen, magst du die schwarz-blaue Rockies hinter dir mal hervorholen? Nein, die, was da hinten sind, die kommen dann in den nächsten Sendungen. Ist alles absichtlich hier aufgebaut, so dass die da hinten noch nicht gezeigt werden, weil falls alle Stricke reißen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die, was da hinter meinem Kopf oben ist, auch einige von euch interessiert, aber da müssen wir noch ein bisschen warten. Bitte um Geduld. Question from Kuba. Any special ads for Christmas this year, like Down East Wood Ducks from last year, the Ho 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 Patch? Kuba, no. So we will have some hats which are a little bit inspired for Christmas. Like I already showed this hat from the Toronto Blue Jays. I guess it was in the last or in the stream before.
But we decided this year not to do something like Halloween special. We decided not to do something like Christmas special. And last year, it was quite close that we get it slightly before Christmas. But due to the fact that everything is delayed, we decided not to do it. Because guess what? If we say, okay, we make a Christmas collection with 12 hats or something like that, we would have lots of hats which will, for example, arrive in January or something like that. And yeah, it's quite hard to sell a Christmas hat in January. And that's the reason why we do not do this year. In dem Fall im Januar, damit ich das nicht vergesse. Im Januar. Alles klar. Is the Angels in the Back from the Olive Pink Edition? No, that's a brown one. That's a brown one. Maybe with a pink UV or something like that. I'm not 100% sure. I'm not 100% sure, to be honest. Im Jänner. Nee, Snake. Das heißt im Januar. Möchte ich darauf hinweisen. Das ist ganz wichtig. Alright, so. Gut, wir haben ja ein bisschen experimentiert und weiter experimentiert und haben auch den, wie soll ich sagen, ihr habt es ja zum ersten Mal gesehen, den Basely Underweiser bei den Glacier Blue Editions. Und es gibt auch eine andere Form des Basely Musters, und zwar haben wir das zum ersten Mal auf der Pirates Cap gehabt, wo es in drei Farben war. Und wir haben uns gedacht, okay, wenn wir so ein spezielles Cap machen, ob es dann auch möglich ist, dass wir an den Logos mehr Details und so weiter bekommen. Und ja, here we go. Ihr seht hier die Liberty Bell mit dem World Series 1998 Side Patch in Glacier Blue. Und das Ganze, ihr seht hier vorne auch drinnen Details, also es ist richtig, richtig geil geworden. Ich hoffe, dass es in der finalen Version dann auch so geil ist. Das ist auf jeden Fall ein Sample. So, with the Liberty Bell and the World Series 9080 Side Patch. And, also with the more detailed, bigger, Basely and the White Guts. So, the soft satin White Guts. Und MLB Logo in the back. Also das Ding ist richtig, richtig geil geworden. Schön mit dem Glanz vorne. Süßer die Glocken, die klingen. Definitiv, definitiv. Also da bin ich schon sehr gespannt, wenn ihr das Ding dann in echt seht. Für die was sich sowas gönnen. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig nice geworden. Celtic Head Collector sagt, wup, wup. ja, hoffe, dass euch das, sowas natürlich gefällt. Es ist, wie gesagt, was Besonderes auf jeden Fall. 7¼. Samples sind in 7¼, leider Gottes. Sonst hätte ich mir das Ding schon gegrabt. Richtig, richtig nice. Gut. Minor League Monday Voting. Wer ist ready für das Minor League Monday Voting? Stabilosaurus sagt Goosebumps. Sehr nice. Freut mich, wenn es euch gefällt. Mega Cap. Danke, Mr. Gramer. Freut mich sehr, wenn es euch gefällt. Okay, so, nach einer Woche ohne Minor League Monday Voting ist es natürlich wieder an der Zeit, ein Minor League Monday Voting zu machen. Und auch diese Woche haben wir wieder 4 Caps, die gegeneinander antreten. Und 2 davon kommen weiter. Und ich sag's euch gleich wieder, wenn es unentschieden ist, dann kommt keines der beiden Caps weiter. Also es gibt keine Manipulationen, aber ich sag's euch natürlich auch, wenn ihr sagt, okay, beide Caps sind richtig, nee, gefällt mir nicht, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, beide Caps zu killen, zumindest für den Drop am Montag. Aber ich hoffe natürlich, dass es nicht so ist, und heute haben wir 2 Themen. Einmal mit Grey Under, zwei Grays treten gegeneinander an, und es treten 2 Kelly Green Caps gegeneinander an. Und meine Frage natürlich an dieser Stelle wie immer, lieber Snakey, bist du ready, dass wir voten können? Dass wir voten können? Die Liberty Bell fällt mir tatsächlich noch. Sehr schön. Immer ready. Okay, so. Kannst du die Oakland A's im Hintergrund gleich mal zeigen? Nein, Stabilosaurus. Alle Caps, die im Hintergrund sind, ich lasse mich nicht erweichen, Jungs. Die werden das nächste Mal dann gezeigt. Beziehungsweise werden
vielleicht auch das übernächste Mal erst gezeigt. Das ist der Teaser hier hinten. Das ist der Teaser. Gut, die Frage ist, wie wir starten. Ich muss ganz kurz ins Protokoll reinschauen. So, wo ist das Protokoll? Genau. Wir starten mit diesen beiden hier. Muss nur schauen, ob das jetzt passt. Genau. Auf jeden Fall was für Mets-Fans oder für Orioles-Fans. Ihr könnt es euch aussuchen. Und zwar soll jetzt aber keine Favorisierung oder sonst irgendwas sein, natürlich. Ich muss jetzt nur schauen, ob das wirklich das Richtige ist, weil ich habe nämlich den Zettel da weggetan. Okay, also wir starten mit dem ersten Voting. Und zwar, the first voting of today are the Aberdeen Ironbirds in orange, in an orange from the Orioles. The camera does not get it 100%. It's a real orange. And the St. Lucie Mets. So these two teams won battling each other. So you have here the Ironbirds versus the St. Lucie Mets. And yeah, both hats have a gray under and a black sweatband. And of course, Minor League logo in the back. Beide Caps sind aus Poly. Hier nochmal mehr im Detail. Und ja, you can vote now. And the winner will advance to the Minor League Monday. Schönes 3D-Embroidery. Richtig, richtig nice. Versus St. Lucie Mets. Ironbirds knallt aber heftig in der Cam. Ja, knallt echt heftig. Also ist orange. Ja, ist wirklich orange. But the camera, I think, says it's too much color. I don't know. Alright, so 120 seconds and it's currently 50-50. It's currently 50-50, so how should I vote? Guess what? I go with the Mets. Let's go, Mets. I go with the Mets. But of course, I would grab this one too. So I would take both. But if you want 50-50, guys, it won't be released next Monday. So, it's still 50-50. Come on. Come on. Okay, the Mets are leading. It's quite close. It's again 50-50. So, tell me. And the Mets are leading. And there we go. So, the St. Lucie Mets have won the battle and will be released on the next Minor League Monday. So, thank you for voting. This was your choice. Okay, perfect. So, Mets-Fans, gibt es sowas hier, Berg? Ja, ich glaube auf jeden Fall. Gut, und dann geht's weiter mit, da ist noch ein Sticker drauf, ganz frisch reingekommen. Ganz, ganz frisch reingekommen. Und zwei Caps mit Kelly Green Undervisor. Kelly Green Undervisor. Und wir starten jetzt mit dem Voting. Und zwar die Rochester Red Wings gegen, so, damit ich es hier schön reinhalte, in schwarz. Die Rochester Red Wings war übrigens, by the way, ein Wunsch aus dem Discord. Und das nächste Team war auch ein Wunsch aus dem Discord. Das ist nur schon viel, viel länger her. Und wir haben über das Logo schon in einem anderen Stream gesprochen. Und zwar die Great Lakes Loons. Und zwar das Throwback-Logo, das sie als Onfield getragen haben. Dieses Ding, Alter, ist richtig, richtig geil. Mit dem grünen Undervisor und in the back Minor League Logo in Ivory. Super geiler Style. Richtig, richtig nice. Hier schöner 3D-Stick. Oder hier die Rochester Red Wings. Super nicer 3D-Stick. Ebenfalls hier mit Kelly Green Under und Minor League Logo in the back. Na, da bin ich jetzt aber richtig gespannt, wie das Voting ausgeht. Ich hoffe natürlich, okay.
Es ist relativ klar und ich habe zwar gedacht, dass es so sein wird. Und zwar, dieses Cap habe ich mir gedacht, dass das crazy abgehen wird. Und da bin ich schon sehr gespannt, was am Montag dann passiert. Aber ja, okay, ich glaube, es ist relativ klar. So, it's quite clear what you guys want on Monday. It's 85% currently for the Great Lakes Loons versus 50% for the Rochester Red Wings, but this one is a clean head too. So, yeah. But I guess we can 88% right now. 88%. I'll put it near to the camera because it's so fantastic. It's so fantastic, really. What's the color? It's in green. It's in green. Frage zum vierten Mal. Enzo, sorry, dass ich die Frage überlesen habe. Ich werde die Frage gleich vorlesen, wenn ich fertig bin mit dem Voting. So, the Great Lakes Loons gewinnen das zweite Minor League Monday Voting und sind damit euer zweites Cap für den nächsten Minor League Monday am Montag. Und vielleicht Frage an unsere Freunde in Deutschland. Ist am Montag ein Feiertag in Deutschland? So. Teilweise Feiertag. Okay, alles klar. So, und jetzt bitte jetzt zur Frage. Jetzt zur Frage von Enzo. Wird der Filter für die UV-Farbe mal in den Shop implementiert oder seid ihr davon weggekommen? Enzo, vielen Dank für diese Frage. Sehr, sehr gute Frage. Nein, wir sind noch nicht weggekommen davon. Aber du kannst dir vorstellen, dass das bei uns ein relativ heftiger Aufwand ist, weil wir haben, glaube ich, über 7000 Caps, glaube ich. Und dahingehend ist die Pflege von der ganzen Sache natürlich sehr, sehr schwierig. Und wir haben uns jetzt überlegt, wie wir das am besten angehen. Ob wir zum Beispiel sagen, okay, wir starten einmal grundsätzlich bei allen Caps, die neu dazukommen. Wir möchten halt nur nicht, dass irgendwer verwirrt ist, dass dann heißt, okay, warum werden nur so wenige angezeigt, wenn ich roter Underweiser zum Beispiel eingebe? Und deswegen haben wir das Ganze noch ein bisschen nach hinten geschoben, weil das muss natürlich auch jemand machen. Und jetzt vor Weihnachten ist es gerade sehr, sehr, sehr schwierig. Und bei den ganzen Releases sind die Caps dann sehr, sehr schnell sowieso auch weg. Das heißt, wir arbeiten an sowas. Wir arbeiten an vielen Sachen, aber das ist aktuell so, dass wir das vor Weihnachten mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr umsetzen werden. So. Big Schuster ist da. Hallöchen. Vielen Dank fürs Einschalten. So in Baden-Württemberg, ja. Der Karim sagt ja. Also es ist auch so, there is a public holiday in Germany, parts of Germany and in Austria on Monday. So, if you're ordering something on the weekend, we are preparing the parcels. So for all the information in English and in German, we are preparing the parcels from Monday to Saturday. So our team works from Monday to Saturday. And if you get a shipping confirmation, for example, on Saturday that your parcel is ready to ship, this means that on Monday the parcel will be picked up and shipped. And if there is a public holiday on Monday, it will be shipped on Tuesday. So für alle, damit ihr das wisst, wenn ihr zum Beispiel, also wir verpacken von Montag bis Samstag und wenn ihr am Samstag eine Versandbestätigung bekommt und euer Tracking bewegt sich jetzt am Sonntag noch nicht, sondern erst am Montag am Abend, ist es dahingehend, dass wir am Samstag bereits verpackt haben und dass euer Paket am Montag dann zum Mittag abgeholt wird. Das heißt, bei uns wird zum Mittag und am Abend abgeholt und das geht dann zum Mittag weg. Und nur wenn ihr euch wundert, dass ihr so eine Bestätigung bekommt und warum im Tracking dann am Anfang nichts passiert. Und wenn am Montag ein Feiertag ist, natürlich, dann geht es am Dienstag weiter. So. Gut, absolut klar. Ja, sehr gerne, Enzo. Und vielen Dank nochmal für die Nachfrage, weil genau solche Sachen, solche Wünsche, die ihr habt, sind für uns absolut Gold wert, weil wir möchten natürlich, dass wir euch die Shopping Experience immer wieder verbessern können. Und euch natürlich auch dann die Möglichkeit gebt, dass ihr euer Feedback uns gebt. Also immer gerne, wenn ihr Feedback habt oder irgendwas verbessern wollt, tausend Dank, immer gerne her damit. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an dieser Stelle an euch, an alle unter euch, die mir dann hin und wieder schreiben, hey, das Cap hier ist in der falschen Kategorie oder sonst irgendwas. Sowas passiert bei der Menge an Caps, die wir jede Woche releasen und im Endeffekt arbeiten Menschen dran und das passiert einfach. Vielen Dank, aber dass ihr immer
uns so Feedback, zahlreiches Feedback gibt, wenn irgendwas nicht funktioniert. Auch Dankeschön an dieser Stelle noch einmal an, na, wo habe ich es jetzt? An euch alle, was das Thema Shipping angeht, weil unsere neuen Kartons, die sind wesentlich besser, sind auch teurer, aber egal. Wir wollen natürlich, dass das bei euch gut ankommt, weil man darf eines nicht vergessen, die ganzen Versanddienstleister haben unglaublich hohes Volumen an Paketen aktuell. Und da kann es mal passieren, das ist unvermeidbar, dass das eine oder andere Paket einen Damage bekommt. So, wenn sowas passiert, dann bitte direkt an uns schreiben. Wir versuchen euch natürlich umgehend zu helfen. Und unsere Rate ist sehr, sehr gering, was das Ganze angeht, aber hin und wieder passiert das einfach. Und wir haben das letzte Mal auch noch einmal also mit unseren Zustellern gesprochen, wie UPS und so weiter. Und die haben gesagt, okay, die meisten Damages passieren, wenn der Fahrer wirklich eine Vollbremsung macht und irgendwelche Pakete gegen die Wand knallen oder andere Pakete draufknallen. Dann kann sowas passieren. Ist auch verständlich. Wenn der Fahrer bremsen muss, dann muss er bremsen und dann passiert sowas. Also es wird dann nicht irgendwas mutwillig oder sonst irgendwas zerstört, muss man natürlich auch dazu sagen, weil das ist das Business von denen und es passiert bei allen gleich viel. Also es ist einfach, wie es ist. Gut. Die haben ein Branding auf der Seite. Werdet ihr die neuen Pakete branden? Ja, die haben ein Branding auf der Seite. Die haben ein Branding auf der Seite. Genau. Aber wie gesagt, das ist eine Testphase. Noch nicht alle bekommen diese Pakete. Ich wollte euch das nur mal sagen. Gut, dann schauen wir weiter. Danke für die Antwort. What about we care about caps, the golden pins? Kubishot, if you want. So we have not put them live, because we are planning some specials with these and. Yeah, stay tuned. I cannot tell you more at the moment. Gut. Also, dann würde ich sagen, wir liegen von der Zeit her eigentlich ganz, ganz gut. Wir haben auch viele Fragen bekommen. Ich habe nur über Instagram Fragen bekommen. Die habe ich mir vorher notiert, ob neue NHL Caps kommen. Ja, es kommen jede Menge neue NHL Caps. Wir haben von 47 schon die Kollektion da. Wir haben auch. Und zwar die absoluten Klassiker. Und im NHL-Bereich ist es natürlich Snapback. Aber wir haben die klassischen Snapbacks von Fanatics wieder zurückbekommen. Und die sind richtig, richtig nice. Einfach komplett schlichte Fanatics Snapback Caps mit den Teams oben. Von einigen Teams. Also wir haben alle genommen, die wir bekommen konnten. Und die sollten auch morgen im Store sein. Und wir werden natürlich auch in den nächsten Wochen viel, viel mehr neue Caps von der NHL online geben. Und wir haben auch einen richtig geilen Klassiker. Und die Caps finde ich richtig geil. Snapbacks. Aber Mitchell hat die Champions Caps wieder aufgelegt. Und da haben wir natürlich auch zugeschlagen. Wie zum Beispiel dieses hier. Richtig, 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 richtig geil. Two-Tone von den 93er NBA Finals. Und zum Beispiel dieses hier von den Chicago Bulls NBA World Champions 1991 von Mitchell and Ness. So, von Mitchell kommen auch neue Jerseys und zwar auch diesmal NCAA Jerseys von den Georgetown Hoyas von Allen Iverson kommt ein College Jersey. Das sollte auch morgen online gehen. Gut. So. Balvikian asks, Mitchell and Ness are launching some fitteds. Will they come in the future? Snakey, können wir eine Abstimmung machen? Finde ich eigentlich cool. So, I would like to make a voting. Would you buy Mitchell and Ness Fitteds? Yes or no? Snakey, können wir hier so eine Abstimmung machen? Das wäre richtig geil. Sekunden, okay, das ist cool. Ja, it might be possible that we can get these, but. Frage ist auch was von den Kraken dabei. Seahawker muss ich checken. Kraken ist aktuell ein bisschen schwierig gewesen, weil
Ja, liegt nicht an uns. Aber kannst du mir gerne schreiben, dann gib wieder auf jeden Fall gerne Feedback. Die Two Tones morgen, die Purple Blue Jays am Wochenende, richtig? Ja, Enzo, ich hoffe. So. We are waiting for voting. So, would you buy Mitchell and Ness fitted? I would like to have your opinion on that. So, bitte gebt eure Meinung ab. Würdet ihr Mitchell und Ness Fitteds kaufen? Wir haben die Möglichkeit, wenn wir Mitchell und Ness Fitteds haben, dort Hardwood Classic Logos zu verwenden. Also, das muss man natürlich auch dazu sagen. So, the only thing we can use Mitchell and Ness Fitteds would be with Hardwood Classic Logos. Currently, we are doing a lot of custom designs with Mitchell and Ness, but every time on the red line. So, this is a snapback. Als NBA fitted, ja. Okay. Currently 67% say, 64% say yes, 36% say no. Okay, that's interesting. So I just wanted to know exactly. They use side patches I've seen recently. Yeah, they're using these. But haben die nicht diese schrecklichen Schirme? Naja, die Schirme bei Mitchell & Ness sind ein bisschen anders. Die sind halt eher so wie bei New Era Original Fit. Also ihr seht hier zum Beispiel, wenn wir das jetzt vergleichen, nehmen wir auch hier einen Kelly Green her. Vergleich von, also die Schirme bei den Fitteds sind gleich. Ich kann beim nächsten Mal ein Fitted mitnehmen. Von sind kantiger. So, das ist jetzt der Unterschied, ne? Das seht ihr da den Unterschied. So, Mitchell & Ness, New Era. So. This is quite edgy. A-Frame, richtig. A-Frame ist A-Frame ist dann im Endeffekt. Na, nicht A-Frame. Original Fit. Original Fit ist das. A-Frame ist der Five-Panel mit dem Curved-Visor. Aber A-Frame ist genau von New Era ebenfalls mit diesem eckigen Visor. Kann man gut backwards dragen, den Schirm. Genau. Hard Pass. Sind kantiger. 60%. Okay, so finally, would you buy Mitchell and Ness fitted? 60% say yes, 40% say no. It's not. Yeah, it's what I expected. It's what I expected. I'm not 100% sure too. So, I can bring a Mitchell and Ness fitted to the next stream, so then we can take a closer look to it. So I got one I bought in the States some years ago. Alright, gut, dann, oh Mann, Alter, die Zeit vergeht, das ist unfassbar, unfassbar. Und da stehen auch so viele neue Caps irgendwie am Start für die nächsten Wochen dann. Nur damit ihr Bescheid wisst, es könnte da, ja, kommt einiges auf euch zu. Und vielleicht so ein bisschen ein quicker Preview, aber nur ganz quicker Preview. Und Berg, Olive. Just that you guys know. Was wir auch bringen werden, ist Snapbacks in Chrome. Mit den 75er Anniversary. Haben wir von New Era bekommen. Richtig, richtig nice. Kommt auch demnächst. Also ihr seht, es ist jede Menge neuer Stuff da. Nichts aus dem Weltall dabei. Aus dem Weltall kommt auf jeden Fall auch noch geiler Stuff, Snakey. Hundertprozentig. So. So. Oh, das coole Marlins Logo ist zurück. Hinter Patrick links unten von unten aus gesehen. Okay, ich zeig's her. Ich zeig ein Cap heute her. Ein Cap eurer Wahl. Wird von hinten gezeigt, weil das habe ich auf meinem Instagram heute auch schon gezeigt. Und ja, kein Betterman on the back. Kein Betterman on the back. Bisschen experimentieren. Aber dafür lots of silver. Inaugural Season 93. Lots of silver. I hope you can see this. Silver details. Und Marlins Script in the back.
So. Das war die einzige Ausnahme des heutigen Abends. Jetzt kann ich nicht mehr nach hinten greifen. Frischer Fisch, die ist schick. Vielen, vielen Dank. Freut mich, wenn es euch gefällt. Kein Betamin, das ging durch. Das ging durch. Das ist ja aktuell so ein bisschen das Problem, was mit den Guardians Caps ist, falls da dann bald die Frage aufkommt. Die können wir dann erst, das wird ein bisschen später sein, weil ich glaube, die kriegen erst das MLB-Logo, wenn die tatsächlich in der MLB sind. Jetzt vorher ist es schwierig, schon etwas zu machen mit dem Logo, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Gut, dann würde ich sagen, wir haben natürlich auch für euch heute Abend etwas. Jetzt muss ich aufstehen, den Drop holen. And as you guys know, that we are always presenting at the end of our stream, the official release that we will make approximately 50 to 20, 25 minutes after the stream. So there's no exact time. We will drop 7 fitteds today. And I'm glad that I can show these heads now to you. So these will be dropped today, and where should we start? I would say we start in the back. Der vermisste dritte Teil vom Gold Pack ist da, und bei dem Teil haben wir ein bisschen herumexperimentiert. Und zwar, wir haben den Side Patch hier noch ein bisschen anders gemacht. Richtig, richtig nice. Und zwar gibt es hier einen Unterschied in den Gold-Threads, die wir hier verwendet haben. Und damit poppt das ganze Ding noch viel, viel besser als bei den anderen zwei. Wir haben einfach gedacht, okay, wir machen zwei verschiedene Versionen. Klassisches Cap, New York Yankees World Series 2000 Side-Patch und Kelly Green Under White Guts Cap aus Wolle in Navy. Dann geht es weiter mit den Pittsburgh Pirates World Series 1971 in Grau mit passenden gelben Undervisor von den New York Mets Subway Series mit Pinot Noir Details auf der Seite, ebenfalls hier, und der Undervisor in Pinot Noir in dem Dunkelrot. Haben wir auch schon andere Caps mit diesem Underweiser. Super geiler Style. Dann von den Los Angeles Dodgers All-Star Game. Johnny Jones joined the Toppers family. Thank you very much for joining and welcome to the Toppers family with the White Guts and the Red Under. I like yellow UVs. Yeah, me too. I like them especially on the Pirates hat. So, dann eines meiner Lieblingslogos, und zwar von den Cincinnati Reds mit dem 150 Anniversary Side Patch Cap in Rot. Richtiger geiler Klassiker in Wolle. Flat Betterman on the back. White Guts Kelly Green Under. Dun, 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 dun. So, that's all. No, just joking. So, two heads that a lot of you guys want, and I think these two heads are the main heads of tonight. There will be one Houston Astros, and these two heads are the last in the order, because these two teams are playing the World Series against 45th anniversary side patch orange undervisor White Guts, the gold star. And Neon Infusion World Series 1995 von den Atlanta Braves. Und ja, mit einem neonorangen Undervisor. Richtig, richtig nice. Beide Caps aus Poly. Ja, und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück heute, dass ihr Braves wool? No, both the Braves and the Astros are poly.
Pauli. The only wool hats in this drop are the Yankees and the Reds. So these two hats are made of wool. All the other hats are made of poly. And yeah. So I wish you good luck. 50 minutes to 20, 25 minutes. Headcrawler joined the Toppers family. Thank you very much, Headcrawler, for joining the Toppers family. Appreciate it. Okay, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Viel Spaß beim Drop. Ich bin heute schön in der Zeit geblieben. Wünsche euch ein richtig geiles Wochenende. Entspannt euch. Genießt die World Series. Braves gegen Astros geht ja morgen weiter. Für alle, die ein verlängertes Wochenende haben, ist es ja perfekt. Freitag, Samstag kann man dann ausschlafen, kann man sich das reinziehen. So, thank you very much for tuning in again. And next week we will have our next stream, of course. And then I can show you which will arrive or what hats arrive tomorrow, hopefully. So fingers crossed. And yeah, tell your friends that they also tune in. Makes a lot of fun to talk with you guys every week. And I hope it's okay if we talk German and English and we switch it between. I don't know. So yeah, it's always fun to look at new hats. If you have any wishes, ideas or something like that, don't hesitate to ask me and let me know. You can follow me on Instagram at petlanta24 or just throw a message out to at Topper Store or our emails to our customer service if you have any problems or, yeah, if you just want to talk, no problem. Also, dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Nacht. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.